So, schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Börsenbuffet. Der DAX hier zu sehen im Tageskerzenchart, der Germany 30 Cash Index, der CFD. Bei CMC Markets in unserer Handelsplattform hier in der Chartanalyse. Wir haben um die Weihnachtszeit, Jahresbeginn, ja eine Bodenbildung. Daraus können wir Fibonacci-Preiserweiterungen ableiten. Das sind die pinken gepunkteten Linien und die 11.835 ist die 261,8er Fibonacci-Preiserweiterung bei 11.835. Diesen Support konnten wir Mitte Mai noch halten, dann brach er. Jetzt ist es vermeintlich ein neuer Widerstand. Also der Optimismus im Markt und die Gegenbewegung gestern ist zunächst einmal steht unter dem Verdacht, ein bloßer Versuch zu sein, diese ehemalige Unterstützung jetzt nochmal als Widerstand zu bestätigen, bevor es dann nochmal einen ganzen Schluck tiefer geht in Richtung 11.404. Die 1.618er Fibonacci-Preiserweiterung, die liegt bei 11.404, also nochmal mehrere hundert Punkte Abwärtsrisiko. Außer es kommt dazu, dass die 11.835 zurückerobert werden kann. Es bildet sich im Markt eine wachsende eine Erwartungshaltung heraus, dass es zu einer Zinssenkung in den USA kommen könnte. Der Herr Bullard sprach gestern davon, dass selbiges passieren könnte. Die australische Notenbank senkte heute Morgen den Leitzins und damit ist es die erste Industrienation, die das tut, als Reaktion auf die Wirtschaftsschwäche in China. Der Kaixin-Einkaufsmanager-Index, auch der offiziell von der chinesischen Regierung ausgewiesene, deutet darauf hin, dass wir dort eine Stagnation bzw. leichte Schrumpfung der wirtschaftlichen Aktivität in China haben. Zu einem großen Einbruch der dortigen wirtschaftlichen Aktivität ist es hingegen noch nicht gekommen. Heute wichtig für den DAX auf der Oberseite das gestrige Tageshoch 11.794, dann 11.835 auf der Unterseite 11.661 als Support. Die wachsenden Zinsanhebung oder Zinssenkungsfantasien sind es jetzt. Man muss immer ein bisschen umdenken. Letztes Jahr waren es noch Zinsanhebungsfantasien oder das Risiko desselbigen. Jetzt haben wir hier im Gold durch den gestrigen Aufwärtstrend dann doch Käufer gehabt, dann auch über die 1310 hinaus. Das ist die 261er Fibonacci-Preiserweiterung aus dem Boden, der im August letztes Jahr entstand. Und immer wenn wir dann über einem Fibo-Level schließen, wird das nächst höhere Fibo-Level ein mögliches Ziel. Und das liegt bei der 4.236. Oder das ist das 4.236er Fibo-Level. Und das liegt bei 13, 76. Also hier für den Goldpreis weiteres Aufwärtspotenzial durch den Schlusskurs auf Tagesbasis über 1.389. Ersten Unterschreiten von dieser Marke auf Tagesschlusskursbasis würde die technische Situation hier wieder eintrüben. Bisschen aufpassen kann man jetzt, um das hier festzuzurren, was jetzt der Markt im Kontext von diesem alten 1, 2, 3 macht. Denn wir haben ja hier ein 1, 2, 3 Top gehabt, haben das nochmal bärisch getestet und dann haben wir hier einen Dreifachboden jetzt ausgebildet. Und hier unten auch ein ABC, ein neues. Wichtig wird jetzt sein, dass möglichst auch kein Schlusskurs mehr unter der 13.21.06 stattfindet. Denn das würde dieses ABC-Top reaktivieren. Ja, und dann wird der Markt hier erst nochmal nach unten driften. Solange und man sieht, das heutige Tagestief ist genau auf der 13.21. Solange hier über dieser 13.21 bleibt, solange sieht es hier für den Goldpreis zunächst bullisch aus und das technisch zumindest konstruktiv, sodass wir hier die Hochs nochmal testen können. Was wir hier sehen, ist eben, dass der Markt hier in den Wirkungsbereich von diesem alten ABC reingelaufen ist und hier dann die 13.21.06 die Bären versucht haben, dort Schlusskurse drunter auf verschiedenen kleineren, dann größeren Intervallen, wie auch immer, hinzubekommen. Das wurde abgelehnt. Wir sind nicht mehr auf die 13.21 gegangen, sondern sehen dort jetzt dann wieder Käufer. Sodass man jetzt hier das sehr spannende Situation hat im
Gold Cash CFD. Insgesamt mehrere Rohstoffe, die spannend sind derzeit. Rohzucker hatten wir gestern auch in der Analyse, vorgestern, auch letzte Woche, hatten ABC an der Stelle hier auch wieder reaktiviert. Mögliches Ziel hier bei der 12,84, beim Schlusskurs über 12,84, dann 13,55 und 14,70 möglich. Beim Arabica-Kaffee hatten wir ein ABC. Ich hoffe, drauf hatten wir hier, glaube ich, auch mal in der Analyse, weil jemand gefragt hat. Dann ist uns das aufgefallen, hey, hier haben wir auch ein ABC, das mehrmals getestet wurde. Und jetzt ist impulsiv hier der Markt nach oben unterwegs. Ist aber auch schon sehr weit in der Bewegung, da die 423,6 hier als oberstes Ziel bei der 104,45 fast erreicht wurden. Ebenso im Bereich der Rohstoffe Orangensaft mit einer Bodenbildung. Dort haben wir ja auch, wie bei vielen Soft-Commodities und Rohstoffen, eben ja, eine deutliche Abwärtsbewegung gesehen. Und jetzt haben wir hier im Orangensaft auch ein ABC aktiviert. Gestern das auch nochmal bestätigt. Und hier jetzt ein mögliches Ziel, 116,36 im Orangensaft Cash. Also Soft Commodities gehen hier, finden Käufer. Spannend wird es hier beim Magerschwein. Das sind ja alle Schweinepest und so weiter. Gab es also hier dynamische Preissteigerungen. Und hier droht jetzt aber ein Szenario, wo wir im Bereich von einer alten Unterstützung ein ABC ausbilden. Da muss man darauf achten, ob hier ein Schlusskurs zustande kommt unter 77,34. Tagesschluss drunter könnte hier uns eine Korrektur bringen von dieser starken Anstiegsphase beim Magerschwein. Also hier mal darauf achten, was passiert hier im Bereich dieser sehr hohen Kurse mittlerweile. Man sieht es im Monatschart. Hier auch ein Shootingstar im Bereich von diesem Widerstand. Wir hatten hier ein altes ABC, das aufgehebelt wurde, deswegen können wir das auch rausnehmen. Aber im Bereich von dem Hoch vom Juli 2017 kommt jetzt ein mögliches ABC-Top in den Markt. Also sehr spannend, das hier zu beobachten. DAX auch eine interessante Situation jetzt gewesen. Gestern hatten wir auf das ABC, das war gestern das Programm, hat man ABC angelaufen. Man sieht hier, der ist ans 423,6er, dann ans 261,8er. Dann ist er hier ans 581er gegangen und ja, hat jetzt die 423,6 nochmal getestet und jetzt sind wir im neuen Handelstag. Also können wir das von gestern alles rausnehmen. Oder ich nehme hier alles raus, die Marke von gestern, zeichne die neue Opening Range ein, also das, was hier die Grenzen zwischen 8 und 9 Uhr sind. Die liegen bei 7,21 und 7,60 und wir haben hier auch schon einen bestätigten Ausbruch nach unten, der aber sofort auch wieder zurückgenommen wird. Also die 7,14 sollte eigentlich ein Widerstand sein, wenn der DAX klar bärisch wäre.
Ich finde hier diese Aktion hier, die gestern da war, die ja quasi die Basis bildet für diesen Anstieg, schwierig. Das ist kein richtiger Impuls nach oben, Korrektur und sowas, ja, sondern es ist eher so ein langsames Eindecken von Leerverkaufspositionen. Also es ist kein richtiger Boden hier, zumindest von den 1, 2, 3 Mustern her betrachtet, dem S&P entstanden. Muss ich wahrscheinlich hier immer noch orientieren an diesem 1, 2, 3 hoch, das gestern Nachmittag entstanden ist. Die 2,757 wäre hier jetzt dann die Marke, die anzulaufen ist und zu überschreiten ist und dann zu halten ist, um quasi die Situation hier aufzuhellen. Nicht wirklich so richtig klar, was da der US-Markt vorhat, aber für den Moment hier oben auch zu sehen, dass die 7,53 Widerstand ist. DAX weiß auch nicht so recht, was er machen soll. Der Lunden nach oben, Dochte nach oben, Lunden nach unten. Also Unsicherheit, wo es hier hingehen soll. Das erste Signal ist auch gleich ein Fehlsignal. Ja, wenn ein Opening Range Breakdown, Schlusskurs unter deinem vorbörslichen Tief bestätigt, das Tief hier erneut, Schlusskurs drunter und dann sofort wieder drüber. Und jetzt geht es hier hin und her und hin und her. Das also kann ein Hinweis sein, dass wir einen Seitwärtstag vor uns haben. Also Obacht. Klares Trendsignal für den Moment nicht da. Markt geht in sein Schneckenhaus zurück, quasi innerhalb der vorbörslichen Grenzen. Und hängt da jetzt ein bisschen ab. Euro-Dollar jetzt auch in einer spannenden Situation, 12,64. Könnt ihr einen Doppelboden aktivieren, ganz klassisch. Das lokale Hoch von hier. Hier unten eine Bärenfalle, da das Tief hier nicht unterschritten werden konnte. Das nochmal bullisch getestet mit einem Morningstar. Und jetzt gibt es hier dynamische Eindeckung von Leerverkaufspositionen. Würde bedeuten, man könnte jetzt die Höhe von diesem Muster nach oben projizieren als mögliches Ziel. WTI sieht hier, kann man beobachten, ist was für die Beobachtungsliste, wenn WTI über 53,15,8 schließt, einen Stundenschlusskurs drüber, könnten wir hier einen erneuten Impuls sehen in Richtung der oberen FIBO-Ziele. Da wir hier ein intaktes ABC haben, haben wir jetzt den Punkt B nochmal getestet, ja, an der Stelle. Und nur was jetzt fehlt, ist die Reaktivierung von diesem ABC-Top durch ein Überschreiten von Punkt A. Wer übrigens mit den 1, 2, 3 Mustern nicht vertraut ist, da stelle ich Ihnen oder euch einen Link rein. Klickt da einfach mal drauf, da gibt es dann auch eine, das Video ist das Erklärvideo zu den 1, 2, 3 Pattern und es gibt CMC Trading IQ Erklärvideos. Da geht es dann auch um die Fibonacci Preiserweiterungen und weitere Themen. So, jetzt wird es dann gleich spannend. Ist das, was der S&P hier macht, ein Anlauf, ein erneuter Anlauf auf die 7,53? Will er die brechen?
Dann könnt ihr hier hochgehen bis 7,57. Und da entscheidet sich dann, hält sich die Situation auf, indem man nachhaltig über die 57,09 geht und sich darüber hält. Oder prallt er da ab? Infineon hier wird nach unten durchgereicht. Große Frage, überhebelt sich Infineon? Ist Infineon der nächste DAX-Konzern, der sich an einer US-Übernahme überhebelt? Das wurde negativ aufgefasst, dass man Cypress Semiconductor, einen Chiphersteller für mobile Endgeräte, in den USA übernehmen möchte. Bei Infineon hier ein aktives ABC. Und wenn man daraus argumentiert, haben wir quasi einen bärischen Retest von der ABC gesehen bei der Infineon. Und durch den Schlusskurs jetzt auf Tagesbasis, Wochenbasis unter 15,74 könnte die Aktie weiter fallen bis zur nächsten Fibonacci-Preiserweiterung 1,618, direkt bei der 12,64 €. Das abgewendet werden könnte, technisch betrachtet, durch ein Zurückerobern der 15,74. M1 Schlusskurs haben wir bereits über der 61,8, damit schon mehr als heute Morgen. Frage ist jetzt, kommt zur Bestätigung auch ein M5 Schlusskurs, also 5 Minuten Zeitintervall, kommt dann Schlusskurs zustande über 53,06. Der DAX unten links zu sehen jetzt an der 7,49. Das ist hier auf M5-Basis die SMA 200. Thank you.
ThyssenKrupp, sehr spannend jetzt. Es musste halt unbedingt sein, dass sie da unten nochmal reinfischen in das Tief. Wir haben hier den Impuls, der ausgelöst wurde durch das Ende, also durch diese IPO-Pläne eigentlich für ThyssenKrupp-Aufzüge. Und jetzt haben wir hier gestern eine Bärenfalle gesehen. Also wir sind unter das Tief von dem Impuls. Ja. Und jetzt sehen wir eben, dass diejenigen, die hier vielleicht short waren, erstmal wieder reingehen. ThyssenKrupp heute Tagesgewinner mit 1,5%, 0,7% plus. Was halt hier mal jetzt konstruktiv wäre, wäre es ein sauberes ABC-Tief. Ja. Da ist M5 Schlusskurs, jetzt geht es um die 57,09 vermutlich als nächstes. Und unterschreitende 53,06 wird jetzt die Situation im SPX 500 Cash wieder eintrüben. Solange es sich da drüber hält, zumindest grundsätzlich nicht ausgeschlossen, dass wir in Richtung 57,09 ansteigen könnten. Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender von der Lufthansa, sagt heute Morgen, es läuft nicht nur bei Geschäftskunden, sondern auch insgesamt recht gut geschäftlich. Bei der Lufthansa-Aktie sind wir hier im Wochenkerzenchart. Oder wenn man noch weiter rausgehen möchte, im Monatskerzenchart, im Bereich genau an der Unterstützung 17,04. Da ist ein Bullish Engulfing Pattern entstanden im Oktober, November 2018. Erster Monatsschlusskurs darunter würde die Unterstützung brechen. Also direkt am Support. Und interessant, dass der Vorstandsvorsitzende genau jetzt, wo die Aktie an der Unterstützung ist, so etwas verlautbaren lässt. Also Timing und Aussagen stimmen oft genau zusammen. Und logischerweise ist es so, weil jemand, der Vorstandsvorsitzender vom Unternehmen ist, schaut natürlich auch auf den Aktienkurs und ist vermutlich auch selbst investiert und schaut dann deswegen vielleicht 3- oder 4-mal drauf und weiß natürlich ganz genau, dass die Aktie jetzt gerade an einer Unterstützung ist. Und die Märkte gerade so drüber nachdenken, wie geht es eigentlich dem Unternehmen, das muss jetzt nicht nur die Lufthansa sein, sondern man sieht das auch bei anderen Unternehmen. Und dann kommt halt so vielleicht der richtige Hinweis genau an der Stelle, wo eben die Märkte an einem neuralgischen Punkt angelangt sind. Neuralgischer Punkt, da ist jetzt auch der SPX 500 Cash, 57,09 ist erreicht. Jetzt ist die Frage, gibt es da ein bärisches Abprallen? Oder läuft der hier dynamisch über die 57,09 und hält die? Wenn ja, dann könnten wir dieses ABC dagegen, gegen dieses bärische Muster im bullischen Druckaufbau sehen und könnten das dann knacken. Andernfalls, hier auf 1-Minuten-Basis bereits ein Shooting-Star, andernfalls ist ein Unvermögen des Marktes jetzt über 57,09 zu steigen, könnte ein Hinweis sein, dass wir erstmal wieder ein Abbau von Long-Positionen, Aufbau von Short-Positionen sehen. Der DAX versucht hier auch ein Opening-Range-Breakup zu machen. Er ist zwar jetzt hier marginal drüber geschlossen, über der 67, aber ja, nehmen wir es mal so, wie es ist. Das ist halt immer eine Ermessensfrage. Ja? Ist das jetzt Schlusskurs drüber oder ist es einem zu wenig? Will man einen richtigen Schlusskurs drüber sehen? Muss man selber entscheiden. Ich nehme es mal so, wie es ist. Daher auch der Markt hier genau die 61,9 zweimal getestet hat, zweimal da nicht drüber kam. Erst ein Schlusskurs drüber. Würde quasi hier das Signal setzen für
weiter aufwärts. Da müsste aber der SPX 500 Cash auf der rechten Seite dann auch die Käufer da jetzt Gas geben, genau an dem Widerstand, wo wir jetzt sind. Zweiter Shooting Star auf M1. Shooting Star jetzt auch im DAX auf der linken Seite. Also für den Moment haben sich hier sicher die Mehrheit entschieden, erst einmal hier vorsichtig zu sein. Support im DAX direkt an der 49. Wie gesagt, auf M5-Basis hier unten links ist da die violette Linie, das ist die SMA 200. Das ist der einfach gewichtete gleitende Durchschnitt über die letzten 200 M5-Schlusskurse. Also immer 13.05, 13.10, 13.15 und so weiter. Beziehungsweise 7 Uhr, 7.05 Uhr und so weiter von heute Morgen. Die letzten 200 nimmt man dann, addiert das, bildet die Summe, teilt durch 200 und dann kommt man auf die 7.49. Was auf M5-Basis eine Support ist für den DAX. Huckleberry Finn sagt, Absacker im Kryptobereich. Yo. Also wir sind hier im Kryptobereich angelangt gewesen aus dem ABC-Top, das sich hier und hier gebildet hat, an der 423.6. Und da wird zweifache ABC-Tops ausgebildet, hatte ich gestern darauf hingewiesen. Erster hier eins, ja, dann haben wir ABC-Top, das haben sie dann hier rausgesqueezed und versucht, einen Short-Squeeze zu starten. Das hat nicht geklappt, sondern was dann eben mit dem Ausheben von dem ABC kam, ist noch ein stärkerer Impuls und ein erneutes ABC. Und wir haben dann gestern nochmal den Punkt B getestet. Ja, ist alles immer ein bisschen unsauber beim Bitcoin. Und haben gestern dann Schlusskurs, das ABC reaktiviert, doppelter bärischer Test. Und jetzt geht es hier in Richtung, oder arbeitet er hier jetzt hier die Ziele ab. Erst ein klarer Rebreak von der 8005. Können wir das wieder nach oben bringen, ansonsten möglicherweise 7671 als nächstes mögliches Ziel beim Bitcoin. Wenn ich an Bitcoin denke, denke ich automatisch an den Yuan, an die chinesische Währung, da der Krypto oder gerade beim Bitcoin der Preis, die Rallye ausgelöst wurde durch Angst, dass der Yuan wegbrechen könnte, Dollar-Yuan über die 7er Marke drüber gehen könnte im Zuge des Handelskonflikts. Dazu ist es bisher nicht gekommen. Was wir jetzt sehen könnten, müssen wir jetzt mal aufpassen, ist hier ein neues Hoch entstanden? Nein, ist nicht. Also durchaus könnten wir hier ein Szenario bekommen, wo wir ein ABC-Hoch im Bitcoin, im Dollar-Yuan sehen. Das ist der US-Dollar zum chinesischen Yuan. Würde bedeuten, bei einem Unterschreiten von 6,8977 Yuan pro einem US-Dollar. Schlusskurs darunter könnte dann eben ein ABC-Top aktivieren. Und dann hätte man hier die Abwärtsziele. Den Chart stelle ich auch mal ins Chartforum. Also wer einen Echtzeitindikator haben möchte für die Gefahr, die die Märkte sehen, dass die, ja, dafür die, sagen wir auf der anderen Seite, andersrum formuliert, für die Hoffnung, die der Markt sieht, dass China, USA an den Verhandlungstisch zurückkehren, wäre hier ein Signal, dass wir eben hier die 89,77 nach unten brechen auf Tagesbasis. Dann könnte es einen festeren Yuan geben. Andernfalls halten wir uns über der 6,89, könnten wir in Richtung 7 fallen oder beziehungsweise steigen. Und da wird es dann ja übergeordnet interessant, da wir genau in dem Bereich die Breakout-Marke mögliche haben für das Währungspaar.
Eurobond Future, absolutes Zinstief in Deutschland. Der Markt versucht hier ein ABC zu aktivieren. Ist aber doppelt nicht gelungen. Also im Eurobund nach wie vor ein bullischer Druckaufbau am Zinstief, also am Widerstand im Bund Future. Erst ein klarer Schlusskurs unter 168,468 könnte uns dann quasi eine Trendwende bringen. Das ist also spannend. Auf der anderen Seite, wenn das nicht klappt, dann könnte der bullische Druckaufbau dazu führen, dass eben diese Spikes irgendwann nicht aufgehalten werden, dass wir dann eben den Ausbruch nach oben bekommen. Würde also bedeuten, hier dieses Hoch rausnehmen und den Aufwärtstrend dann irgendwie nach oben fortsetzen, also die Zinsen weiter sinken. So, da ist der Schlusskurs über der Signallinie, der S&P aber noch nicht mit einem Rebreak, aber wir haben jetzt in A, B, C, da könnte ein Top entstehen, also aufpassen. Vermeidet er das Top und macht ein höheres Hoch, wären wir genau in dem Wirkungsbereich von dem ABC. Und könnten dann eben über der 57,09 bullischen Druckaufbau sehen. Er schafft es nicht drüber bisher. Er hat hier auch kein höheres Hoch gemacht, also jetzt aufpassen, dass hier kein ABC-Top entsteht. M1-Schlusskurs unter 54,57 würde ein ABC-Top aktivieren.
Hat nicht geklappt. Und da haben wir ein höheres Hoch. Also ich genau, es ist halt irgendwo durchschaubar auch. Ja. Sie prallen ab, versuchen Schlusskurs runter, das wird sofort gekauft und sofort kommt das höhere Hoch. Ja. Also diejenigen, die da drauf gesetzt haben, dass es runtergeht, bauen jetzt Positionen ab. Und das ist das, was wir jetzt hier potenziell sehen könnten, ist, wenn der Markt sich jetzt über der 57,09 hält, könnten wir eben hier einen bullischen Druckaufbau sehen in Richtung der 63,61. Und dann entsprechend eben das ABC aushebeln und dann wird sich technisch die Situation verbessern. Michael G. schreibt, Euro, Schweizer Franken, kann man da von einem Doppelboden sprechen? Im Daily. Das sieht halt ähnlich aus wie Euro-Dollar. Ist halt genau jetzt an so einer Abrisskante. Wir haben eigentlich hier in der Woche vom 23. März einen Schlusskurs unter der 11,83. Und jetzt ist die Frage, wird dieser Schlusskurs erneut abgewendet, wie es hier der Fall war? Also Ende der Woche 11,83, wenn er das halten würde. Also sowas wie ein Doji. Ist halt nicht das, was der Markt sehen will, sondern er möchte eher das sehen, was hier Anfang der Woche da war. Nämlich eine lange schwarze Kerze, also wirklich hier Dynamik auf der Unterseite aufkommt. Das ist derzeit bisher zumindest nicht der Fall. Also hier muss natürlich jetzt Überzeugung von den Bären kommen. Ähnlich auch bei Euro-Dollar sehen wir ja auch, dass eben da jetzt Käufer reinkommen und das richtige bärische Bestätigung nicht stattfindet. Aber da das Wochenkerzen sind, ist da bis zum Freitag auch noch Zeit. So eine Unterstützung wie das Bullish Engulfing Pattern, das wir hier haben, bricht eben, hier ist ein bullischer Harami, bricht eben erst auf Wochenbasis. So, jetzt zum Thema bullischer Druckaufbau. Sie sollten jetzt die 57,09 möglichst halten. Haben sie nicht geschafft, okay. Ist aber jetzt erstmal nicht tragisch. Dieser Rücklauf wird irgendwann enden. Es kommt eine Gegenbewegung und dann kann ein ABC entstehen. Also muss hier Anlauf nehmen. Aber der Rückfall unter die 57,09 ist erst einmal nicht so schön. Vor allem, wenn das auf 5-Minuten-Basis jetzt bestätigt wird, denn wir haben ja hier auf M5-Basis immer noch ein aktives ABC. Und wenn wir jetzt hier das nicht halten über der 57, können quasi dieses ABC mit den Fibonacci-Preiserweiterungszielen hier nach unten immer noch mal kommen. Da müssen wir jetzt aufpassen, was genau an der Stelle ausgehandelt wird.
Wernerweig schreibt im Trader-Chat, wenn die Zinsen auch ohne Notenbanken sinken, wieso sollten dann die Notenbanken eine Zinssenkung vornehmen? Die Frage insofern ist berechtigt, aber ich glaube eben nicht, dass die Zentralbanken völlig unbeteiligt sind an diesem Zins, in den fallenden Zinsen, sondern die haben ja verbal, wie ich heute Morgen auch schon sagte, gestern Herr Ballert, davor auch schon andere, den Markt verbal durch Aussagen, die alle in Richtung Zinssenkung deuten, bereits vorbereitet oder mit vorbereitet haben, dass es eben eine Zinssenkung geben wird. Und dieses verbale Vorbereiten ist auch eine Art der Geldpolitik, ist die verbale Kommunikation, was als nächstes kommen könnte, sehr wichtiges Instrument der Geldpolitik. Also das, was die sagen, hat Gewicht, das wissen die auch. Also von Mario Draghi bis zum Herrn Paul, bis zu allen Vertretern, die irgendwie im Rat der EZB oder im Offenmarktausschuss der US-Notenbank sitzen, alle, die da drin sind, wissen, dass sie nicht irgendwo eine Rede starten können und mal einfach so ein bisschen erzählen, sondern dass jedes Wort ist da überlegt und wohl bedacht, weil sie wissen, das hat Auswirkungen am Markt. Und wenn die Zinsen jetzt sinken, dann baut sich da auch eine gewisse Schuldigkeit auf, dass dann tatsächlich an irgendeinem Punkt die Bestätigung auch kommt für diese aufgebaute Erwartungshaltung, dass also tatsächlich die Leitzinsen gesenkt werden. Kommt es nicht, fangen die Märkte an irgendeinem Punkt an zu hinterfragen, so, warum habt ihr das noch nicht gemacht? Wollt ihr das vielleicht nicht mehr? Und dann kann es auch schnell wieder in die andere Richtung gehen. Und das, dieses verbale Vorbereiten, ist auch ein Teil von, finde ich, vernünftiger Geldpolitik, weil man ja die Märkte nicht mit irgendwas überraschen möchte. Unruhe am Markt ist immer schlecht, sondern man möchte möglichst marktverträglich alles machen. Langsam vorbereiten, testen, die sind ja sehr bedacht und vorsichtig. Und genauso muss man auch sämtliche Aussagen verstehen, die wie gestern eben von dem Herrn Bollert getätigte Hinweise, dass sich die Weltwirtschaft, der Welthandel eingetrübt hat, dass die Zinskurve irgendwie ihm nicht so ganz passt und dass eigentlich in Richtung Zinssenkung es geben sollte, etwas geben sollte. Das sind ganz gewollte und gezielte Aussagen. Wenn sowas kommt. So, jetzt neuralgischer Punkt, 2,7652,32 im SPX 500 Cash und M1 Schlusskurs würde den ABC Top aktivieren. Ein Verteidigen dieser Marke könnte eben den bullischen Druckaufbau bringen nach oben. ThyssenKrupp läuft hier weiter nach oben. Squeeze geht weiter, nachdem hier es eine Bärenfalle, ein Failbreak nach unten gegeben hat. Das ist so ein typischer Short-Squeeze, der hier stattfindet, den wir ja quasi auch im DAX jetzt sehen. Die Werte, die gestern unter Druck standen, auch eine Conti deutlich im Plus, mit über 2%. Die Werte, die gestern auf den Markt geworfen werden, werden jetzt wieder gekauft.
Eugen Mamreger schreibt, wie könnten jetzt die Zinsen gesenkt werden, wenn die Fed zurzeit das Geld vom Markt entzieht und das Ganze wird noch bis September laufen. Ja, es gibt also einen... bereits aber verbal beendetes Abverkaufen von Staatsanleihen Positionen in der Bilanz von der US-Notenbank. Die hatte über quantitative Lockerungsprogramme nach der Finanzkrise große Mengen an US-Staatsanleihen gekauft und der ursprüngliche Plan war ja, die komplett wieder zu verkaufen. Da hat man gemerkt, so, das macht der Markt nicht mit, wir hören mal lieber damit auf. Und der erste Schritt war, zunächst zu kommunizieren, wir werden keine weiteren Zinsanhebungen machen. Und ich meine, davor oder danach, ob das zeitgleich war, ich weiß es nicht mehr, hat man auch gesagt, okay, auch dieser Plan, die Staatsanleihen wieder zu verkaufen, machen wir auch mal langsam, dem Ganzen geben wir mal so einen Endzeitpunkt und so weiter. Also das wird ja auch schon beendet. Ja, das haben sie halt nicht schlagartig gemacht, sondern machen das langsam und schrittweise. Und das weiß man schon, was ja insgesamt auch schon wieder eine Art von Lockerungsmaßnahme ist, die bereits beschlossen wurde. Und ein zusätzlicher Schritt in Richtung geldpolitische Lockerung wäre jetzt eine Leitzinssenkung zu machen. SAP, hier die Analyse für alle, die es interessiert. Also bei SAP haben wir ein aktives ABC-Top. Ich bin hier in den Stundenchart gegangen, einfach um das hier besser sehen zu können. Also ein A, B, C oder 1, 2, 3 hatten dann hier und hier doppelt nochmal den Punkt B getestet und hier die Reaktivierung gesehen von dem ABC. Das nochmal bärisch bestätigt und sind jetzt am 61,8er Extensionsziel. Das Mindestziel aus diesem ABC-Top ist jetzt erreicht. Und dann geht es halt wie bei dem ABC immer einen Schlusskurs darunter, könnt dann tiefere Ziele aktivieren. Auf der anderen Seite wäre ein Zurückerobern von 111,83 und dann eben ein Drüberhalten, ähnlich wie wir es jetzt im SPX 500 Cash auch im M1 Chart haben, ein Drüberhalten könnte dann einen bullischen Druckaufbau bringen. Aber für den Moment hier ein aktives ABC-Top in der SAP. So, hier der neuralgische Punkt wurde getestet und wurde gekauft. Und jetzt könnten wir hier quasi nach dem Unvermögen des Marktes hier ein ABC-Top zu aktivieren. Ja, uns jetzt dann vielleicht hier in Richtung höhere Hochs aufmachen oder nochmal die 57 testen. Was macht er? Ja, höheres Hoch. Damit hier die Gefahr von einem ABC-Top ist nicht da. Da müsste erst ein neuer Rücklauf und so kommen, aber für den Moment muss man jetzt von bullischem Druckaufbau ausgehen, solange der SPX 500 Cash eben über der 57,09 bleibt. Und der DAX jetzt eben mit dem starken SPX 500 Cash vor besagter 11,835. Und da werden wir dann sehen, ob diese krasse Aufwärtsbewegung, die wir seit heute Morgen haben im DAX, dort zum Erliegen kommt oder ob es weitergeht an der Stelle und ein Rebreak der 8,35 kommt, diese Unterstützung also zurückerobert wird und dann könnte sich quasi die Korrektur vom Freitag als
Bärenfalle herausstellen. Die Dynamik, mit der wir da dran gehen, wäre grundsätzlich meine Lage genau das zu bewerkstelligen. Ein weiteres Goodie für die Bullen wäre, wenn der SPX 500 Cash über die 6361 geht und dann das 1-2-3 Top deaktiviert. Weil jetzt kann es immer noch sein, dass der Markt oder der SPX hier nachhaltige Schlusskurs macht unter 57,09 und dass wir dann quasi den Markt in Richtung der unteren FIBO-Ziele sehen. Und dass damit quasi das ABC-Top reaktiviert würde. ThyssenKrupp schon fast 5% im Plus. Sind auch eine Leonie heute 5% im Plus. Sehr gute Autoabsatzzahlen für die deutschen Autobauer in den USA. Beflügelt heute auch die Conti und Daimler deutlich im Plus. Und so weiter. Eine Lufthansa hier schon 2,5% im Plus. Also die Aussage von Carsten Spohr hier zeigt Wirkung. Gut, ich klinke mich an der Stelle wieder aus. Achtet auf die 11.835, wird spannend. Und ich bin gespannt, ob wir da drüber gehen oder nicht. Wenn ihr irgendwie noch Fragen habt, dann einfach über den Trader-Chat. Da lese ich jetzt auch weiter mit. In dem Sinne, good trades, gute Geschäfte und bis morgen. Servus.
Abonnieren Sie jetzt unseren YouTube-Kanal und erhalten Sie immer die neuesten Analysen und Trading-Strategien.